Ich versuch's mal hiermit. Womit hast du es probiert? Auf den Pfeil bin ich gegangen, dass er mich zu meinem Schiff hochbeamt und dann bin ich halt runter. Er beamt mich jetzt runter und du kannst dich gleich zu mir teleportieren. Welchen Pfeil? Der neben dem, unter dem Upgrade für Meta Manipulator, du warst schon. Ah. Ach, Kacke. Oh, ich hoffe, ich verhungere nicht bis nach Hause. Ah, das du hast dich halt bloß nicht von deinem Schiff runter beamen, weil ja. Du und ich ja nicht in derselben Position sind, also die Schiffe. Mhm. Sondern du musst dich halt zu mir beamen. Ach. Alter, wir sind echt so retarded, Alter. Ach, das geht. Ich musste aber gerade mal kurz auf mein Schiff. Alles gut. Um Dings. Nico zu befreien. Denn ich habe mitbekommen, dass du in der letzten. Ja. Dass du quasi in der letzten Aufnahme ihn einfach mal im Cockpit eingesperrt hast. Hast du das nicht mitgekriegt? Nein. Schön. Oh, warte, hier komme ich nicht durch. So, gucken, kriegen wir die Waffe noch einfach mal schnell zur anderen Waffe. Warte, ich gehe schon ganz langsam, weil ich hungrig bin. Ich fühle mich gerade wie so in Äthiopien. So, okay, dann gehen wir zurück. Ich weiß gar nicht, was sieht denn jetzt der Plan vor? Wollen wir gleichzeitig aufleveln, hätte ich fast gesagt, das Haus ausbauen erstmal? Oder? Ja, also es wird sich auf jeden Fall lohnen, das Haus auszubauen. Oh, sehe ich nämlich hier nicht. Okay, die macht ganz gut Schaden. Aber das Ziel muss wieder geübt werden. Okay. Übrigens habe ich neulich Nacht von Starbound geträumt und habe gedacht, dass wir über den kompletten Planeten verteilt eine Brücke zu unserer Hütte gebaut haben. Das ist ein bisschen doll. Aber es sah geil aus. Das ist ein bisschen doll. Wir müssen auf jeden Fall den Weg zu unserer Hütte besser machen. Wir müssen uns... Weißt du, wie sieht denn eigentlich der Planet bei dir da aus? Ähnlich. Aua. Oh nein. Hübscher, dass wir einfach da uns Hütte bauen können. Shit. Ich bin tot. Nein, ich bin auch tot. Ich wurde von Lobobs getötet. Wurdest du getötet, Alter? Ich bin verhungert. Ich bin, Alter, so... Okay, hallo Mischka, ich geh wieder runter. Ich meine, hab ich jetzt keinen Hunger mehr, aber ich will jetzt meinen Scheiß wieder haben. Und... Ach, Mann, Alter. Und jetzt muss ich noch runter zu dir. Eigentlich darfst du niemandem unser Let's Play zeigen, wie Lobobs, Alter. Ah, das passt schon. It's fine. Es sind viele neue Änderungen dazu gekommen. Ich muss, glaube ich, mein Shit holen. Und... Ja, die müssen wir erstmal bewerkstelligen. Aua. Darum geht's gar nicht, sondern einfach nur, wie wir hier unseren Weg durchgegraben haben, ist so richtig scheiße. Wir haben unser Haus, wir hätten das gleich mal schlauerweise am Spawn bauen sollen. Deswegen bin ich dafür, dass wir uns einfach nochmal einen neuen Planeten suchen. Aua. Und dann Haus einfach am Spawn bauen. Wollen wir das denn bei meinem Haus machen? Ja, das wäre jetzt mein Vorschlag gewesen, dass wir das irgendwie so regeln. Wir können nachher hier später wieder hinkommen, wenn wir wenigstens einen Teleporter oder sowas haben, weißt du? Mhm. Da ist es überhaupt kein Problem, aber so ist es halt echt scheiße, jedes Mal 5000 Kilometer hinzulaufen und unterwegs dreimal zu verrecken. Das stimmt. Stirb! Das denkt sich das Spiel auch mal, wenn es mich sieht. Ja, das auf jeden Fall. Jetzt muss ich gerade bloß überlegen, wo ist mein Shit gelandet? Ich habe ihn eingesammelt. Ach, Gott sei Dank. Weil da war nämlich gut Holz bei. Mhm. So. Genau. Dann bauen wir... Aua, verzieh dich, Schnecke. Nein, verzieh dich. Ja, dann hol ich fix mein Shit, dann... genau. Ja, scheiße, wie machen wir es? Ich wollte gerade sagen, ich könnte ja weiter... Oh, shit. Weg hier. Ja, wir lassen ja erstmal... Mein Schiff bleibt ja erstmal so oder so einfach da stehen. Mhm. Dadurch haben wir halt den Vorteil, dass wir auch hier wieder hinkommen, was wir ja so oder so machen müssen, um nachher unseren Scheiß von hier irgendwie zu holen, also ein paar Sachen und so weiter. Ja. Dann würde ich sagen, gehe ich von meinem Schiff schon mal aus auf den Planeten. Genau. Beam down. Ich sehe gerade, ich hätte sogar noch was zu essen gehabt. Oh, knapp, Alter. Was denn?
Bist du gerade bei dem gleichen Planeten gedownbeamt? Nein, komm auf meinen Planeten und guck dann, wie der Planet heißt. Gerade schlecht, aber ich komm gleich. Wie geil! Das ist doch scheiße. Boah, Alter, da musste ich abhauen, sonst wäre ich tot. Ich beam mal runter zu dir. Wie macht man das nochmal so, McBoney? Oh, sehr gut. Ich werde es jetzt auch noch nicht verraten, vielleicht haben es die Zuschauer schon gesehen. Stand da Kackabstrand? Nein, da stand Kebabstrand, Kebabstand. Nee, da steht nichts mit E. Warte. Beam dich nochmal rauf, ja. Da ich hab Kackabstrand, Alter. Ich hab Kebabstand gelesen. Hast du wieder Hunger, oder was? Warte. Warte. Okay, Kebab. Ne, Kackabstand. Schade, Kebabstand wäre cooler gewesen. Oh, Kebabstand wäre richtig cool gewesen. Bombfeld. Ich habe übrigens ein Tier getötet und davon Fleisch bekommen. Oh, Tier getötet. Oh, ja. So. Die Frage ist eigentlich... oh, das wollte ich nicht. Was wolltest du nicht? Ich habe auf jeden Fall nicht den gebratenen Reis gegessen. Nein. Ah! Wow, shit. Piu. Piu. Ich bin so ein schlechter Schütze. Gleich bin ich wieder da und du bist tot. Scheiße, jetzt bin ich auf dem falschen Planeten. Kacke. Ja, der Vogel ist down. Okay, und ich sammle deine Kacke ein. Ich habe nicht deine Kacke, wenn du sie suchst. Das glaube ich nicht. So. Ach Gott, Alter. So, die Frage ist bloß, wir müssen jetzt mal gucken, wo der Spawnpunkt ist. Oh, fuck. Ja. Ah, die habe ich ganz vergessen, die kleinen Motherfucker. So. Der Spawnpunkt war ungefähr hier oder so, ne? Ja. Dass wir uns da dürfen wir nichts hinbauen. Ja, nicht mal irgendwie eine Plattform oder so? Nein, gar nichts. Erstmal bitte gar nichts. Alles klar. Das letzte Mal, als du da was hingebaut hast, konnten wir dann nicht mehr spawnen und so waren erst gespawnt. Ja, das war nicht lustig. Aber das heißt, ab hier können wir erstmal alles reinreißen. Mhm. Okay, machen wir hier eine gerade Fläche. Genau. Zack. Und kriegen dadurch auch Erde, die wir gut zum Aufschütten nehmen können. Und dann machen wir uns, würde ich auch sagen, gleich einen Mineneingang direkt von unserer Hütte. Könnte man machen. Wir können den auch wieder aussondern. Das ist halt relativ lax. Eigentlich so im Endeffekt. Ich würde aber erstmal zum Grundgerüst bauen halt sagen. Ja. Na? Erstmal hier ein bisschen Dreck und so wegnehmen. So, genau. Jetzt gibt's ein bisschen Drecksarbeit. Aber ist das alles eine Etage tiefer haben? Achso, ich hätte es jetzt quasi so gebaut. Dass wir, ich hatte es hat an hier hinten angepasst gehabt. Hier auch dann Hintergrund musst du noch ein bisschen Erde wegnehmen. So, da wird es auch schon Tag. Ah ja, schön. Zack, zack, zack. Wir dann hier auch schön im Hintergrund das alles wegkommen. Genau, genau, genau. Und dann bauen wir uns jetzt erstmal hier eine schicke, größere Hütte. Damit wir dann später auch alles holen können. Ich baue gleich nochmal... Ah, scheiße, wir müssen nochmal alle Crafting-Table und so bauen, fällt mir gerade auf, Alter. Und die Hoe habe ich, glaube ich, auch nicht dabei, Kacke. Oh. Alles klar. Wollen wir denn die Türen auf der Höhe hier oben bauen? Dass wir sagen... Nee, ich hätte ein bisschen Platz gelassen und dann das Haus gebaut. Ah, alles klar. Damit ist nicht ganz so, ein bisschen Drag. So, das nehmen wir dann da rein. Okay. Ja, da unten kann nachher der Eingang zum Keller oder so was rein, also... Ja. Wir können irgendwie auch so einen Kistenkeller oder sowas machen. Ja, das hat beim letzten Mal eigentlich auch ganz gut funktioniert.
Auch wenn das Sortiersystem irgendwann für den Arsch war. Ja. So, also ich guck mal, wir brauchen auf jeden Fall die Ho. Ich habe die Gießkanne dabei. Sehr schön. Timbers. Ja, das heißt also, ich werde gleich nochmal zurück. Craftest du gerade? Ja. Okay, ich dachte gerade, ich habe so einen Bug. so einen Soundbug. Nee, ich habe Holz gecraftet. Also, Warte mal, da kann ich dir nämlich auch noch was geben. Dann gehe ich nämlich kurz zurück zur anderen Hütte und hol da noch ein bisschen Scheiß. Ich habe gar kein Holz mehr, du hast mein Holz eingesammelt, merke ich gerade. Ja. Jo, ich gehe nochmal zu unserer anderen Hütte, hol ein bisschen Scheiß ab. Tagsüber kommt man ja besser durch als nachts. Ja, wie viele Blöcke soll ich eigentlich Platz lassen zum Rand? Ach, keine Ahnung, ein paar. So, dass du noch einen Aufweg hinbauen kannst. Okay, Wir passen das so oder so nochmal an, also die Umgebung am Rand. Das ist jetzt erstmal nur so übergangsweise, dass wir ein Haus haben, das wir ausbauen können und dann den Rand, da hätte ich danach angepasst. Ich hab's einfach mal ein bisschen abgesteckt, könnte man sagen. Und denk dann, kann ruhig gewaltig sein. Wir bauen auch ein vernünftiges Dach und so, also... Ja. Nicht irgendwie so halbherzige Scheiße, wie man vielleicht von uns gewohnt ist. Jedenfalls von dir, wenn man deine Let's Plays guckt. Zum Beispiel gibt es einige, die hast du nie beendet. Was? Ja, Mimi und Crimson. Das ist nur pausiert. Irgendwann schaffe ich diesen Endboss nochmal. Aber der ist eine Lüge. Der ist einfach echt hart gewesen. Also ist nicht mal der Endboss, es ist eigentlich sogar das Endlevel. Ich werde es noch hinkriegen. Ein bekannter Satz. Und leider folgt nie Taten. Sog Madness, ein Mann von vielen Worten und von wenigen Daten. Lesen Sie das in seiner Autobiografie. Ich will keine Autobiografie. So. Hol mal auch von deinem Planeten die Werkbank und sowas. Hatte ich vor, ich muss bloß durchkommen. Das war mit Abstand das Dümmste, was wir hätten machen können. Ich bin schwer gestorben, Alter. So. Wieso sind wir auf die Idee gekommen, Alter, da so... Ach, das war scheiße. Warum hast du mir nicht aufgehalten, als ich gesagt habe, dass wir da ein Haus bauen? Ich fand die Idee eigentlich ganz gut. Siehst, wie scheiße sie ist im Nachhinein? Ja, im Nachhinein betrachtet war sie nicht sonderlich gut. Ich hoffe, es zieht sich nicht so durchs Let's Play, dass wir das über alle Ideen sagen müssen. Ja. Man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass wir nicht probierfreudig sind. So. Ja, man kann an der Stelle erwähnen, dass wir vielleicht nicht sofort die ganzen Endgegner durchrushen und so weiter. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Vielleicht guckt sich halt einer das an, weil er sehen möchte, wie das so ist und eigentlich nur will, dass die Hauptquest durchgezogen wird und so weiter. Das gibt's hier nicht. Ich wollte gerade sagen, wir zeigen euch, wie das Leben ist als quasi Raumfahrer. Direkt. Wenn man von der Schule kommt. Weil der Planet niedergerotzt wurde. Von El Tentaclo. Von Oni-chan! So. Das schaffe ich nicht mehr. Okay. Bauschutt. Bekannt aus. Aus Minecraft. Das war die Karte. Schön. Ich hab Tränen in den Augen. Ich hab vor Lachen gerade eine schiefe Mauer gebaut. Ja. Yeah. Was? So. Fupp. Oh, diese kleinen Dinger, die, weißt du, so einen großen Bruder haben, der dann so richtig frei dreht, die Nerven. Alter, weg von meinem Garten, was ist nur los mit euch? Baut euch euren eigenen Scheiß an, Alter. Baut ihr dein... Runter vor meinem Rasen. Alter, der Pisser hat mich getötet. Ich war direkt am Haus und der Typ tötet mich. Hast du das gesehen, kleiner Mischke? Hast du das gesehen? So, bisher hab ich drei Etagen gezogen. Naja, da muss ich jetzt erstmal nochmal ein Loch reinziehen, damit wir auch da hochkommen.
Denk dran, du kannst das ruhig größer bauen. Es muss nicht so klein sein, so ein oder zwei Block breit. Es kann ruhig 4 oder 5 sein. Du hast gesehen, wie wir uns bei dem anderen abgequält haben, da durchzukommen. Ja, ich ziehe bisher nur ein Grundgerüst. Achso. Quasi ein Bauzaun. Ja, ich wollte es schon vorher gesagt haben. So, aber ja, diesmal machen wir da breitere Gänge. Ja, das wird gleich vernünftig. Und eventuell gleich vernünftige Treppen. Obwohl bei Treppen fand ich immer das Problem war, dass, wie soll ich sagen? Ich weiß nicht. Dass man manchmal, weißt du, wenn man da nicht runtergedrückt hat, die Treppe hochgegangen ist. Ja gut, aber das liegt ja denn daran, dass du dich zu glatt anstellst, als dass es an den Treppen liegt. Das stimmt allerdings. Ach, fuck it, Alter. Wieso wollen die mich eigentlich mehr töten? Geh doch woanders bumsen. Junge, 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 Junge. Oh, Alter. Ups. Alter, was ist das eigentlich für ein Planet, wo alles voller Gegner ist, Mann? Wieso will mich alles auf einem fremden Planeten töten? Das ist Ausländerhass, Alter. Bist du auf deinem Planeten oder auf meinem? Auf meinem. Ich wollte gerade sagen, hier ist bisher alles easy peasy. Sei froh. Ja, bei unserem Haus ging es auch. Mhm. Aber der Weg zu unserem Haus ist das Problem. So. Ich denke mal... 4 Etagen sollten reichen. Das sieht gerade aus wie Mehrfamilienhaus. Ich will aber auch ein schickes Haus, ja, das muss man dazu sagen. Ja, das... Ich will kein ugly Hochhausblock da stehen haben. Nee, ich wollte jetzt gerade eine, da kommt noch ein schönes Dach rauf, eventuell noch schöne Balkone. Alter, was? Warum so viel? Naja, bisher habe ich, wie gesagt, auch nur ein Gerüst hingestellt, damit man gucken kann und sagen kann, Scheiße, Mann, lasst mich doch mal in Ruhe, ihr verdammten Viecher, Mann, was ist nur falsch mit euch?